Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiehengebirges. Heute wollen wir wieder Schichtfleisch machen. Gyros mit Taxa-Schichtfleisch. Also mit Taxa, ne? Mit Taxa-Soße kennt ihr alle, Gyros kennt ihr auch alle. Das Ganze als Schichtfleisch ist richtig lecker. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann nach dem Intro. Gyros mit Taxa-Schichtfleisch soll es werden. Also, dafür benötigen wir Schweinenacken. Hier haben wir jetzt 3,1 Kilo. Ob wir die komplett brauchen, wir haben einen 9er Dutch-Ofen, könnt auch einen 10er nehmen. Wissen wir noch nicht, der wird ja gleich noch so ein bisschen mit Bacon aufgelegt. Den haben wir jetzt aber noch oben im Kühlschrank, weil es sehr warm ist. Und wenn wir den Bacon jetzt hier schon stehen hätten, dann kriegst du den nachher nicht mehr auseinander, zumindest die Scheiben nicht. Ja, dann geht's weiter. Paprika, rot, gelb, grün. 3 mittlere rote, eine grüne, eine gelbe. Die grüne ist ganz wichtig, finde ich, damit da so ein bisschen herber Geschmack mit an diese Taxa-Soße kommt. Da kommt auch Zucker mit rein, aber auch grüne Paprika, die geben geschmacklich noch so ein bisschen was anderes an das Ganze als die süßeren roten oder gelben. Ja, dann 3 Gemüsezwiebeln, Tomaten passiert. Die werden wir gleich noch so ein bisschen anreichern mit Zucker und 100 Milliliter mit Taxa, damit das Ganze auch wirklich mit Taxa-Style ist. Das Fleisch würzen wir hier mit Smoking Choice. Da könnt ihr ein Grillgewürz nehmen, was ihr wollt. Wir nehmen hier das von Ankerkraut, weil erstmal finden wir das total geil und zweitens gibt das einen richtig schönen griechischen Geschmack ans Fleisch, sage ich jetzt mal. Dann ganz wichtig, 7 Knoblauchzehen. Warum 7? Sage ich euch am Ende des Videos. So, ist ganz wichtig, 7. Merkt euch die Zahl 7. Ja, wir fangen jetzt an, schneiden das Fleisch in Scheiben, fangen an, den Bacon dann gleich runterzuholen, beziehungsweise den holen wir gleich runter. Der liegt, wie gesagt, im Kühlschrank. Legen die oder den Dutch-Ofen erstmal damit aus. Dann wird das Fleisch geschichtet, die Paprika dazwischen, Zwiebeln, Tomate drüber und alles andere. Und dann kommt das Ding zwischen 2,5-3 Stunden ungefähr auf den Grill bei 180 Grad. Aber wie gesagt, wir räumen das ein bisschen um, schneiden das Fleisch und dann geht's weiter. Tja, ist soweit. Fleisch. Ich schneide das immer gerne einmal in der Mitte durch. Dann kann man so ein bisschen so die... Oh, guckt euch das mal an. Wie genial ist das denn? Wow. Ja, geht los. Wir nehmen so, ich sag mal so, ja, Zentimeter, 1,5 Zentimeter mehr nicht. Scharfes Messer ist Pflicht. Und dann einfach so Scheiben, die schmeißen wir erstmal in unsere Konsistform. Die kennt ihr auch alle, gibt es beim großen Schweden. Einfach rein damit. Die werden gleich erstmal richtig gewürzt. Aber wie gesagt, wichtig, scharfes Messer. Ja, und jemand anderes sagt noch, und ein Brett ist auch wichtig, hat doch recht. So, und die packen wir jetzt mal alle rein und gucken mal so ungefähr, so wie so eine Scheibe, ne? Wenn die hier drin steht, dann ist ja nicht so ganz viel. Also ich gehe mal davon aus, dass wir von den 3 Kilo mindestens 2,5 Kilo brauchen. Und wir schneiden die jetzt erstmal alle. So, Fleisch ist geschnitten, jetzt geht es ans Würzen. So, und dafür nehmen wir hier mal so ein Pfund und ordentlich oben rüber. Und wenn wir das gemacht haben, dann drehen wir das Ganze einmal so ein bisschen um und rühren das noch nicht so völlig durch, sondern wir würzen erst noch mal von der anderen Seite. Und von diesem Smoking Choice, wie gesagt, das mögen wir ganz gerne, da kann man ruhig ein bisschen mehr dran machen, weil Paprika, Zwiebeln werden jetzt nicht gewürzt. Die Tomatensauce, ja, da kommt ein bisschen, wie heißt es? Ein bisschen Zucker mit dran, so, hier auch noch mal so richtig so ein Pfund drüber, so, genial. So, und dann geht es dabei, ne? Einfach so mal mit dem Finger so durchrühren, gucken, dass jedes Fleischstück so ein bisschen was abkriegt, tut dem Fleisch nicht weh und den Fingern auch nicht. Guck, da ist noch ein Vogel, der ist hier komplett ohne, den würzen wir gleich noch mal nach. Jetzt alles gleich noch mal ein bisschen nach. Ist schon gut was dran, aber kann noch ein bisschen haben. Hier, da ist noch so ein Vogel. So, und die würzen wir jetzt noch mal nach. Und dann lassen wir das Ganze so, ja, ich sag mal so ein bisschen durchziehen, so eine Viertelstunde oder was. So. Da ist auch noch einer hier, der kann auch noch ein bisschen vertragen. Noch ein bisschen dran. Ups. So. So. Und so lassen wir das jetzt. Wie gesagt, ein bisschen durch. Fett brauchen wir nicht extra dran machen. Wir legen den Topf gleich mit Bacon aus, beziehungsweise den Dutch-Ofen. Und hier sorgen wir dafür, dass wir einmal gerade gucken, dass wir alle Scheiben so ein bisschen. Jo. Haben wir. Ja. Sieht gut aus. Lassen wir so ein bisschen ruhen jetzt, so ein bisschen durchziehen. Jetzt machen wir den Dutch-Ofen startklar, legen den auf Seite, weil das Aufbauen dann einfacher ist, sonst kippen die Scheiben immer wieder um.
und ja, hol jetzt den Bacon. So, das Fleisch an der Seite. Bacon. So, dann nehmen wir natürlich, den haben wir jetzt ein bisschen eingefroren, damit er sich leichter trennen lässt. Aber jetzt ist er wohl zusammengefroren. Ja, wir probieren jetzt mal die Scheiben hier auseinander zu bekommen. Das müssen wir einen Moment warten. Na, kriegen wir wohl hin. Weil wir müssen ja unten welche reinkriegen. Das ist ganz wichtig. Das schützt so ein bisschen das Fleisch und gibt Geschmack. So, der Dachofen ist natürlich perfekt eingebrannt, ist klar. So, dann nehmen wir hier die Scheibchen. Und wenn da mal so ein halber Zentimeter nichts abbekommen hat, auch nicht schlimm. Und wenn ihr jetzt gar nicht mehr wisst, womit dem ganzen Gedöns hin, dann über den Rand hängen. Aber brauchen wir noch nicht. Jetzt kommt erstmal der Boden. Ne, wir fangen jetzt schon an. So, und dann auch nur so bis so ein Stück drauf und ruhig überlappen lassen. Du kommst hier einfach mit rein. Ne? So, dann machen wir wieder so ein Stück rein und überlappen lassen. Und das machen wir jetzt so lange, bis der Topf in der Runde wirklich voll ist. So sieht der aus. Geht weiter. So, jetzt nehmen wir so ein schönes Stück Fleisch, was wir ja perfekt hier gewürzt haben. So, und dann legen wir das hier unten mal so an den Rand. Und dann machen wir noch. Guck, klappt schon weg, der Lümmel. Nehmen wir noch ein zweites, packen wir genau daneben. Wenn es geht, nicht zu weit übereinander. So, und dann nehmen wir hier die Zwiebeln. Und da haben wir jetzt so, ja, ich sag mal, Frühlingszwiebeln halbiert und in Ringe geschnitten. Da könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt ihr ganze Ringe nehmen, halbe Ringe. So, und dann machen wir hier mal so ein grünes Stück zwischen. Ein gelbes Stück und zwei rote, weil wir ja von den roten am meisten haben. Und dann wieder Fleisch. Das muss man jetzt nicht sehen, ne? Also das Gemüse. Das ist jetzt nicht schlimm, das müssen wir jetzt nicht komplett verdecken. Können wir, aber müssen wir nicht. Wichtig ist, dass der Bacon hier außen, der nachher drüber gelegt wird, einigermaßen heile bleibt, nicht abfällt. So, dann nehmen wir hier wieder so ein paar Stücken Zwiebeln. Eine grüne in der Mitte, eine rote. Links, eine rote rechts, eine gelbe. Nur hier passen auch noch zwei Zwiebeln hin. So, und wieder Fleisch. Das Ganze ruhig so ein bisschen nach unten ziehen. Ne, so, dass er so ja, ein bisschen stramm drin liegt. Und wieder Zwiebeln. Diese Zwiebeln, die geben nachher so viel Saft, da braucht auch keine Angst haben, dass ihr zu wenig Flüssigkeit habt. Das machen die Zwiebeln und die Paprika. So, und dann packen wir auch noch ein paar Zwiebeln zwischen so und wieder Fleisch. Das Wichtigste ist natürlich das Fleisch, ist klar. Kleinere Stücke dann gleich drei nehmen in der Reihe und auch wieder hochziehen. Hochziehen, ein bisschen übereinander. Darf es ruhig, ist nicht schlimm. So, und wieder Zwiebeln. Paprika, Zwiebeln, Paprika. So, das machen wir jetzt mit dem ganzen Töpfchen. Hier nehmen wir jetzt zweimal grün. Dreimal rot, man muss ja alles verarbeitet werden. Da kann man nachher auch mal so eine zwischenschieben, ist überhaupt nicht schlimm, geht natürlich auch. So, und wieder Fleisch. Und das machen wir jetzt, bis wir den ganzen Topf voll haben. Das Töpfchen ist fertig, sieht jetzt so aus, ne? So. Jetzt haben wir hier zwei so leckere Paprikaschoten. Die habe ich übrigens heute ganz frisch vom Arbeitskollegen bekommen. An dieser Stelle, Dennis, vielen Dank. Die packe ich jetzt einfach mal hier so frech oben drauf und hoffe, dass wir nachher nicht verglühen, aber wir wollen ja ein bisschen Schärfe haben. Dann haben wir hier natürlich die 7 Knoblauchzehen. So, und die stopfen wir hier einfach mittig rein. Das Fleisch fällt nachher so ein bisschen zusammen. Der Geschmack vom Knobi, der wird sich dann so ein bisschen verteilen. Und jeder, der am Ende so ein Ding kriegt hier, der hat echt Glück gehabt. Ihr wisst gar nicht, wie geil das ist, wenn die nachher wirklich gar sind und dann schmecken die auch noch richtig genial. So, soweit der Topf bzw. der Dutch Ofen. Jetzt haben wir hier die passierten Tomaten. Hier sind genau, gerade abgemessen, 100 Milliliter Metaxa. Die hauen wir hier rein. Mmh. Oh, riecht gut. Ja, dann haben wir hier zwei gehäufte Esslöffel Zucker. Die müssen damit dran, sonst schmeckt es nicht. Mit Taxasauce ohne Zucker geht gar nicht. Dann Schneebesen und leicht unterrühren. So, dass das Ganze so eine homogene, gleichbleibende Masse wird. Perfekt.
sieht schon gut aus. Riecht auch genial. Also den Metaxa kann man riechen. Damit wisst ihr, Metaxa-Soße ist vor Ort. So, lange genug gerührt. Schneebesen weg. Diesen Topf, den kippen wir jetzt frechfreundlich einfach mal so leicht flockig in eine Runde. Der darf versickern, muss jetzt nicht, der ist ja auch stramm gepackt. Sollte aber überall so ein bisschen drauf sein. Auch ruhig über die Paprika. So, und da helfen wir so ein bisschen hier mit dem mein geliebter Gummispatel. Ne? Den hatte ich doch gerade. Ah ja, da. So ein bisschen mit nichts verschenken hier von dem guten Zeug. Meine Tomate kostet nicht viel, aber mit Taxa. Ja, die Fleischpreise aktuell auch völlig, ich hätte fast gesagt im Keller, aber nein. Noch nie so teuer gewesen wie jetzt. Also ich habe noch nie so viel für einen Schweinenacken bezahlt wie jetzt aktuell. Ich glaube, der Kilopreis liegt jetzt zwischen 15 und 18 Euro. Ja, so lassen wir es. Jetzt nehmen wir den Bacon, den wir hier außen hängen haben, und ziehen ihn ganz locker bis zur Mitte. Leicht überlappend. So, und der gibt natürlich auch noch eine Menge Salz ab und natürlich auch so ein bisschen Raucharoma. Das passt wieder zu allem letztendlich. Aber ihr solltet mit dem Salzgehalt deswegen auch nur dieses griechische Gewürz hier, Smoking Choice, mehr nicht, auf jeden Fall kein Salz zusätzlich. Und das sollte völlig ausreichen. Und das waren jetzt, glaube ich, ziemlich genau 36 Scheiben Bacon. So, drücken wir ein bisschen an. Wenn da so ein bisschen Tomate rauskommt, ist nicht schlimm. So, Handschuhe aus. So, der Ofen oder der Dutch Ofen ist jetzt soweit fertig. Wir machen jetzt den Grill an oder stellen den an auf 180 Grad. Indirekt, rechts, links, die beiden Brenner. Ich denke mal, Volllast werde ich nicht brauchen hier in der Hütte. So drei Viertel Last jede Seite und dann 2,5 Stunden. Aber wir gucken stündlich, wie das Fleisch ist, ob es zarter wird und noch zarter, noch zarter. Aber wir haben so 2,5, 3 Stunden eingeplant. Wir machen da jetzt einen Deckel drauf, Grill an, kommt dann drauf und dann treffen wir uns in der ersten Stunde nach dem Aufsetzen wieder. 2 Stunden, genau auf die Minute. Er dampft. Ihr seht das, ne? Hier. Dampft sogar in meinen Arm. Wir gucken. Alter Schwede. Boah. Schnell wieder zumachen. Wir haben noch ein paar Minuten. Also ich mache das jetzt normal, piek da einmal rein, guck, wie das Fleisch ist. Aber ich denke mal, eine halbe Stunde vielleicht noch. Dann geht's rund. Bis gleich. 2 Stunden und 32 Minuten. Den Grill haben wir schon mal ausgemacht vor einer Minute, 2 Minuten. Das köchelt hier noch so ein bisschen. So, den lassen wir jetzt auch offen, weil wir wollen da jetzt herbei und der muss ein bisschen abkühlen. Heißt, ich nehme diesen leckeren Topf, der so, ey, dann müsst ihr die riechen, ne? Voll geil duftet. So, dann stellen wir das Töpfchen mal hier ab. Lassen das jetzt so einen Moment ausblubbern, ne? Ein bisschen Garnitur, Foto machen und dann wird verkostet. Mit euch zusammen. Bis gleich. So, der Topf ist jetzt 2 Minuten abgekühlt an der Oberfläche. So, hier sollen wir mal verkosten. Heißt, wir nehmen unser Schälchen hier. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo wir hier jetzt reinpieken sollen. Also hier mitten werde ich jetzt nicht, aber... Oh, aber ist schon ziemlich fluffig hier. Boah, geil. Hammer. Jetzt haben wir hier natürlich eine Paprika in Rot. Schade, eine Grün haben wir auch. Das ist schön. So, jetzt nehme ich hier noch so ein bisschen Saft ab. Ja, so sieht es aus. Ne? Also das Fleisch... Ich nehme jetzt so ein Steak hier raus, was davon übrig geblieben ist. Ihr seht, ne? Hier. Also das ist wie Pulled Pork. Ja, schnappe ich mir jetzt eine Gabel und nehme mir schon mal so ein Weißbrot hier, so eine Baguettehälfte und drücke die hier schon mal in die Flüssigkeit, damit ich die gleich auch probieren kann. Und sag dann mal auf euch, wollt ihr mal riechen? Geil. Also man, den Metaxa riecht man jetzt nicht. Oh, der Regieassistent ist da. Amigo, leg dich hin. Ruhe. Der ist nicht lange ruhig. Auf euch. Wie heißt? Wow. Also dieses Gyros-Gewürz. Amigo. Von Ankerkraut ist wirklich sehr gut. Mhm. Die Süße von den Tomaten, Zucker. Ja, Metaxa ist so ein bisschen wie Metaxa-Soße. Die ist auch so ein bisschen süßer. Amigochen. Gleich wird der Olaf sauer. So. Also ist sehr geil. Und super zart. Das kann man auch so zerzupfen. Kann man vielleicht auch noch so Zupffleisch vormachen.
Wäre geil. Und jetzt noch die Soße. Amigo. So, ich schneide mir jetzt noch ein Stück Brot. Tunk das so ein bisschen ein und gebe dem Hund mal ein Stück. Bitte schön. So, der ist jetzt glücklich. Ja, ich muss sagen, also eine sehr geile Nummer. Kann man wirklich machen. Eins nehme ich noch. Boah. Boah. Ober cool. Also der Bacon, das leicht rauchige, süß. Die Zwiebeln, Paprika, passt super gut zusammen. Ja, also mir gefällt super. Dem Hund scheinbar auch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne, wie immer an dieser Stelle, wohlwollenden Kommentar. Daumen nach oben wäre genial. Abo wäre ganz wichtig. Glocke aktivieren, bing, bing. Dann geht euch so ein richtig, richtig geniales Fleisch nicht mehr durch die Lappen. Und bis dahin bleibe ich euer Olaf, Barbecue Dino. Ne? Grill am Fuß des Wiegengebirges. Macht's gut. Boah, Hammer. Eine Kleinigkeit bin ich unschuldig. Die Auflösung der 7 Knoblauchzehen. Ich nehme immer 9 oder 10. Diesmal nur 7. Warum? Ich hatte keine mehr. Bis demnächst.